Sandra Weser, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Margot, liebe Lilly, das sind meine Töchter oben auf der Tribüne, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ein sehr schönes Bild von Helge Braun, das ist der frühere Chef des Bundeskanzleramtes, wie er voll stolz auf ein 3 Meter großes Modell sein Lieblingsprojekt zeigt, und zwar ist das der Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes. Und machen wir uns nichts vor, die Erweiterung des Bundeskanzleramtes ist ein Projekt der früheren Kanzlerin Dr. Angelika Merkel und ihres, ja, habe ich auch gesagt, Angela Merkel und ihres Kanzleramtsministers Helge Braun schon als die Pläne 2019 vorgestellt wurden, gab es Kritik und auch die Frage, ist es wirklich notwendig, diesen Anbau zu bauen? Aber Helge Braun hatte natürlich ein Problem. Das Kanzleramt platzte aus allen Nähten, die Mitarbeiter sind unzufrieden und es fehlte an Büros. Und der Erweiterungsbau war dafür die Lösung. Denn der Personalbestand im Bundeskanzleramt ist unter der Regierung von Bundeskanzlerin Merkel Jahr für Jahr gewachsen. Und zwar nach dem Motto, wozu hat Deutschland ein Außenministerium, wenn man doch im Kanzleramt noch einmal zu denselben Aufgaben neue Referate schaffen kann? Außenwirtschaftspolitik, dazu gibt es zwar eine Abteilung im Wirtschaftsministerium, aber auch Frau Merkel wollte hier im eigenen Haus noch einmal zusätzliche Expertenstäbe. Sicherheitspolitik, wenn Verteidigungsministerium und Innenministerium nicht effizient arbeiten, dann schafft man eben neue Stellen im Bundeskanzleramt. Und so wurde im Bundeskanzleramt über die gesamte Regierungszeit von Frau Merkel Parallel- und Doppelstrukturen aufgebaut. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt, ich denke mal, es sind auch einige loyale CDU-Mitglieder dort mit Posten versorgt worden. Und wir kennen das Muster ja, bevor es nur einen CSU-Abgeordneten gibt, der vielleicht mal einen Wahlkreis zusammenlegt, dann blockiert man lieber die komplette Wahlrechtsreform. Im Dezember 2021 bildete dann unsere Ampel die neue Bundesregierung und Bundeskanzler Scholz erbt hier ein personell viel zu groß gewachsenes Kanzleramt und den dadurch natürlich auch bestehenden Büromangel. Er erbt ein Helge Braun-Bauprojekt, bei dem die Planungen fortgeschritten und erste Aufträge schon vergeben sind. Und keine 3 Monate danach startet Putin einen Angriffskrieg in Europa. Und die verfehlte Energiepolitik der Ära Merkel resultiert in einer nie dagewesenen Energiekrise. Und in so einer Energiekrise, da verstehe ich den Kanzler gut, wenn er Prioritäten beim Krisenmanagement setzt und erst einmal mit dem Personal arbeitet, das Frau Merkel und Herr Braun aufgebaut haben. Weil wer ein Schiff im Sturm übernimmt, der fängt nicht damit an, die Kajütenplanung entsprechend der Besatzung umzustellen. Aber zugleich gilt bestimmt auch, dass Bauherren gerade im ganzen Land sich die Frage stellen müssen, bei Materialengpässen, bei steigenden Kosten, steigenden Zinsen, kann ich überhaupt den Bau, den ich heute jetzt geplant habe, mit den geänderten Rahmenbedingungen fortsetzen oder muss ich auch mal eine Notbremse ziehen? Und ich glaube, wir müssen uns diese Frage auch, was den Bundesbau angeht, bei den Projekten stellen. Und wir befinden uns in einer Krise. Und da ist natürlich notwendig zu prüfen, ob Kosten und Risiken noch im Verhältnis stehen und ein solches Projekt gegebenenfalls auch noch mal geschoben werden kann oder angepasst werden kann. Jetzt hat der Haushaltsausschuss heute die entsprechenden Dinge und Entscheidungen freigegeben. Aber dieser Antrag, der wird in den Ausschuss für Bauen überwiesen. Und wir werden uns ihn dort auch trotzdem noch mal genau anschauen. Wir werden auch nicht der AfD dort überlassen, hier kritische Fragen zu stellen. Ich freue mich schon darauf, wie die CDU uns erklärt, warum das Projekt 3 Jahre lang gegen jeden Widerstand durchgedrückt wurde. Ich freue mich auf die Debatte und bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank, Frau Kollegin Weser.